Sebastian Reinhardt, wir hatten dich schon in Neunkirchen, aber heute kannst du uns auch nicht abhauen. Und du warst jeder der Spieler des Tages für mich auf dem Platz gewesen. Eine ganz starke Leistung. Ja gut, wenn du das sagst, nehme ich es so an. Nein, wie gesagt, wir haben die erste Halbzeit sehr gut gespielt, sehr aggressiv zu Werke gegangen, haben sehr viele Torchancen ausgespielt und sind auch in der Folge mit 3-0 in Führung gegangen. Nur was mal gar nicht gepasst hat, war die zweite Halbzeit, weil wir müssen einfach das Ding souverän runterspielen und das haben wir nicht gemacht. Wir müssen einfach über 90 Minuten mal ein konzentriertes Spiel zu Ende bringen. Sind wir dann wieder ein bisschen, haben uns wieder ein bisschen hinten reindrängen lassen, das darf uns nicht passieren. Aber okay, unterm Strich bleibt ein 3-1, sind wir zufrieden wieder und nächste Woche geht's weiter. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen nicht meckern, hier haben wir 3-0 geführt, was wir ja die ganze Zeit mal wollten. Normalerweise ging es immer gegen tiefstehende Mannschaften, da steht es lange 0-0 oder man kommt sogar 1-0 in Rückstand und heute haben wir mal in einer halben Stunde 3 vorgelegt. Aufgrund dessen habe ich das auch vorhin gesagt, Szenenapplaus bekommen. Das kommt bei dem kritischen Publikum hier in Pirmasens nicht oft vor. Also es war eine Steigerung auch zu sehen, wie ihr gegen den Ball gearbeitet habt. Ja, bei Spielsituationen, als Ludwigshafen Ballbesitz war, den Ball erobert, im Mittelfeld Überzahl geschaffen und durch ganz schnelles Passspiel nach vorne so sind auch die Tore dann gefallen. Ja, wie gesagt, wir haben das endlich mal umgesetzt, was wir uns im Training über die Woche erarbeiten. Ja. Wie gesagt, haben die Zweikämpfe sehr konsequent angenommen, haben dann schnell nach vorne gespielt mit 1-2 Kontakten und sind dann auch so zu unseren Tormöglichkeiten oder auch zu unseren Toren gekommen und so muss es auch sein. Normalerweise müssen wir die Konter, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit, weil sie sehr viel aufgemacht haben, nochmal alles nach vorne geschmissen haben und wir schießen kein Tor. Und das ist einfach, da fehlen uns noch ein bisschen die Abgebrühtheit, sage ich mal, da noch ein, zwei Tore nachzulegen, damit da Ruhe ins Spiel kommt. Aber okay, wir haben wieder 3-1 gewonnen, haben wieder 3 Punkte, die wollten wir wieder haben und nächste Woche greifen wir wieder an. Wenn das, was ihr im Training euch erarbeitet hat, heute in der ersten Halbzeit geklappt hat, dann trainiert bitte die nächste Woche mal das Konterspiel, damit es auch noch hinkommt und dann gewinnen wir auch. Gegen wen kommen wir jetzt? In Völklingen, dann schlagen wir in Völklingen auch zu und holen wieder 3 Auswärtspunkte. Ich danke dir. Alles gut, danke. Ciao. Na, Ziff.